So, ich bin hässlich und auf Twitch. Habe ich ein extrem großes Genital? Was? Nein, natürlich nicht. Das weiß ich nicht. Jo, was geht? Ich mach nicht mehr so. Hast du gemerkt? Habe ich mir abgewöhnt. Wie war dein Outro? Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Zu meiner rechten Kai Pflaume. Zu meiner linken Sturmwaffel kennt ihr vielleicht noch aus dem UFO. Das ist der, der in einem Zimmer gewohnt hat, wo sich immer alle beschwert haben, dass ich so laut bin. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Also das ist noch nie da gewesen. Das ist ein Hit auf jeder Weihnachtsfeier. Ich rede nicht von Schnaps, sondern tatsächlich von Wer bin ich? Schon mal gespielt? Oh ja, kenn ich, ja. Ne? Ich würde dir jetzt einfach das hier auf den Kopf machen, wenn ich darf. Ich finde es auch sehr cool, dass du dich dafür bereit erklärst. Und aber schreib doch erst den Namen drauf, ja, so viel einfacher. Du hast recht, Kai. Du bist... Das ist ein, und du schreibst deine Augen. Aua. Ah. Naja, gut. So, dann darfst du jetzt aber nicht hingucken, okay? Das ist nämlich das Ding, ne? So nicht so. Ich weiß es. So, mal gucken, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Das ist ja schon fies, was der macht, ne? Kriegst schon mit, ne? Der probiert dich hier schon vorzunehmen. Ja, das aber sind die alten Tricks aus der Medienszene, weißt du? Da sind wir noch 20, 30 Jahre hinterher. So, Kai. So. Aber hier ist halt auch die Frage, wenn das sehen würde, meinst du, geht? Na, mal gucken. Okay. Vielleicht. Freddy, du musst jetzt mir was auf den Kopf schreiben und Kai dann dem Freddy. Wir nehmen sämtliche Personalities. Ich meine, das scheint sehr viel, dass ich das bewerten kann. Brauchst du nicht. Lass es ruhig. Der versucht hier den. Dachte nicht, dass der so ein Mogler ist. Nebenan wird gerade. Ja, wir wollten das mal machen, wie das damals im UFO war für mich. Wie fühlt sich das an? Hä? Ich habe jeden Tag gestaubsaugt. Ich bin sehr, sehr ordentlich. Deshalb. Kann das aufhören? Ich klebe das mal vorher auf. Ich schreib dir dann was auf die Stirn, okay? Aber ja, merkst du das dann vielleicht? Ich habe durch Botox keine Nerven mehr in der Stirn. Ja, das stimmt. Seitdem du Single bist, hat sich echt viel verändert. Hast du schon mal gehört, dass man sich auch unter den Achseln botoxen lassen kann? Weiß ich nicht, aber Montana Black gefällt das. Voila! Der hat nämlich damals gesagt, dass Anne den Duck schöne Achseln hat. Ja, aber es geht, glaube ich, nicht um das Aussehen. Es geht darum, wenn man unter den Achseln gebotoxt ist, dann schwitzt man nicht mehr. Oh, okay. Kann sie die Krone auch reinspritzen lassen? Ja. Kann man, glaube ich, überall in den Körper. Kannst du mir bitte erklären, wie du es geschafft hast, so jung zu bleiben und so jung auszusehen? Positiv denken. Ja, Fusse, ja, keinen unnötigen Stress machen. Kein unnötigen Stress und positiv denken, da bin ich ja raus. Und lange, feste Beziehung. Danke, Kai, danke. Nur die Liebe zählt. Wann kommt das nochmal, weil ich... Dann kommt das wieder. Ja, bitte, können wir vielleicht... Ich leg's für dich nochmal auf. Danke, nur eine Folge, nur eine Folge. Wenn ich irgendwann selber YouTube machen sollte, dann können wir ja mal eine Folge mit dir drehen. Mhm. Und da rufen wir dann einfach auf. Meint ihr, es würde sich lohnen, dass ich auf YouTube... 100%. Ich denke schon, ja. 100%. Ich denke schon, doch. Da du heute der besondere Gast bist, darfst du gerne anfangen. Gibt's eine Strafe oder irgendwas? Du bist ja schon in dem Video von Sebastian. Okay. Okay, bin ich ein Mann? Ja. Bin ich eine prominente Person? Ja schon. Ja? Bin ich älter als 50? Nein. Nein. Echt nicht? Nein! What the f***, Alter. Bin ich eine reale Person? Ja. Mhm. Lebe ich noch? Ja. Mhm. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich prominent? Ja. Bin ich deutschsprachig? Ja. Bin ich gut aussehend? Nein. Bin ich ein Mann? Nein. Gut, dann weiß ich schon direkt, wer ich bin. Ich löse nächste Runde. Ich bin in dem Kopf von Kai. Ich bin direkt. Du bist in Kais Kopf. Ja, nächste Runde nicht durch. Vielleicht ist Kai auch in deinem Kopf. Ich denke oft an dich. Bin ich ein Sänger? Um Gottes Willen, nein. Bin ich scheinbar hässlich? Bin ich in der Internetwelt präsent? Ja. Bin ich, sag ich mal, so eine Art YouTube-Urgestein vielleicht? Nein. Okay. Bin ich sehr erfolgreich auf TikTok? Nein. Ja, es kommt näher, ja. Also ich bin eine berühmte Person, ne? Auf jeden Fall. Ja, bin ich Sportler? Ja, schon doch. Ne? Verdiene ich mit Sport mein Geld? Nein. Unter anderem vielleicht, aber nicht hauptsächlich, nein. Ja, ist ein Jein, oder? Da kann man schon mal Jein, ein Jein. Mach euch nur eine Frage. Bin ich verheiratet? Nein. Nein. Okay. Tatsächlich nicht. Vom Beruf wegen her bin ich wahrscheinlich dann irgendwas in die Richtung Streaming, Content Creation. Ja. Gut. Bin ich auf Twitch? Ja. Jetzt ist halt schwierig. Viele hässliche Leute auf Twitch. Ne? Viele hässliche Leute, unter anderem ich. Da haben Sie recht. Bin ich Single? Weil jetzt eine Frage, ob ich Single bin. Nein. Also ich bin Single. Doch, bin ich. Die ist nicht Single? Nein. Okay. Das heißt, du bist es nicht. Da sind jetzt bei Twitch nur noch 3, 4 Leute jetzt auf einmal, ne? Ja, tatsächlich. Hässliche Leute, die nicht Single sind, das ist relativ. Jetzt fragst du beim nächsten Mal noch, bin ich lustig? Ja. Dann bin ich raus. Aber Wahnsinn, dass die Person hässlich ist und trotzdem dann eine Freundin hat. Ja, ist ja auch die eine Chance gewesen und die ergriffen, ne, würde ich sagen. Schwierige Kommentare von meiner Seite, muss vielleicht ein bisschen schneiden. Nee, das bleibt alles so laut drin. Jetzt natürlich, um das ganze Gebiet noch ein bisschen, koche ich vielleicht ganz gerne.
Kochen? Ja. Backe ich denn vielleicht ganz gerne? Du bist Attila Hildmann. Ich. Glückwunsch! Sing ich ganz gerne Soul? Bin ich Xavier Nadeau? Was? Ich back ganz gerne. Gehe ich vielleicht bei manchen Leuten bei FaceTime nicht so ganz gerne ran wie bei manch anderen prominenten Leuten? Das kann ich nicht beurteilen, da bin ich raus. Kein Kontakt zu der Person. Nein. Du bist dran, Kai. Das war sehr gut moderiert. Ja, danke, im danke. Sinne der Dramaturgie, der Spannung. Ja, 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 man muss auch mal hier. Bei YouTube heißt das, macht das Video 10 Minuten, sonst gibt's weniger Ad Revenue. Das ist einfach nur das Strecken. Der dramaturgische Spannung. Das weiß ich schon. Bin ich deutsch? Ja. Bin ich im Internet berühmt? Ja. Ja. Bin ich ein YouTuber? Unter auch. Anderem, ja. Auch? Ja. Bist du eine wahre Supermaschine? Also singen nicht. Das würde ich dir auch zutrauen. Es gibt nichts, was ich diesem Mann. Es gibt nichts auf der Welt, was ich diesem Mann nicht zutrauen würde. Bin ich verheiratet? Das hatten wir schon, aber nein. Also darfst du nochmal fragen, ja. Echt? Mhm. Mhm. Bin ich jünger als 40? Ja. Ja. Jünger als 30? Nee. Das heißt, ich bin zwischen 30 und 40. Ja, das ist gut. Und das ist stark kombiniert. Das ist sehr stark kombiniert. Das ist deutlich besser als jedes Video mit Pietro Lombardi, wo ich sowas mit dem Spiegel. Das funktioniert nämlich Pietro. Naja, reden wir nicht drüber. So, ich bin hässlich und auf Twitch. Um das nochmal ganz kurz zu summarisen. Ich habe eine Beziehung. Ich möchte kurz betonen, wenn wir hier zurückspulen und bei diesem hässlichen Kommentar, Kai hat auch ja gesagt. Sie glauben, die Geschichte ist wahr. Bin ich gut aussehend? Nein. Schade. Danke. Perfekt. Perfekt, danke. Da muss ich Sie wirklich leider enttäuschen. Unangenehm, wirklich einfach wieder. Aber Leo schneidet es irgendwie cool, dass ich cool dastehe. Cool. Bin ich denn auf Twitch erfolgreich? Fragen wir es einfach mal so. Ja. Hab ich. Ah, jetzt weiß ich. Nur nicht in Berlin? Ja. Bin ich richtig hässlich, ne? Komm, sag schon. Das muss Kai beantworten. Das kann ich nicht genau einschätzen. Der hat so viele verliebte Leute gesehen, die vielleicht hässlich waren. Ich stelle die Frage nochmal anders. Hm? Sehe ich vielleicht aus wie so ein Fantasy-Character? Welcher Fantasy-Character, ja? Könnte ich dem Buche J.K. Rowling entspringen? Wenn du eine Brille trägst, ja. Ich stelle schon mal eine dumme Frage, ne? Ja, ja. 10 Minuten, klar. Mhm. Habe ich ein extrem großes Genital? Was? Nein, natürlich nicht. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Freddy sagt nein, hat schon gesehen. Gut, nächste. Ja, ja. Bin ich Paluten? Nein. Ach, okay, dann machen wir weiter. Dann wärst du ja voll erfolgreich, YouTube, wenn du Paluten wärst. Ja, backt auch. Bist viel. Ja Freddy. Gut. Warum gibt es eigentlich keine Männer, die so einen Koch- und Backkanal haben? Gibt's das? Die erfolgreich sind, ne? Ja. Hey Leute. So, ich bin, ich bin kein Sportler. Was kann ich denn? Ich verdiene Geld mit Sport zum Teil. Ja. Nee, das macht es nicht einfach. Mhm. Gibt es Merch von mir? Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Auch Ice Cream? Oh, ich weiß, wo du hin willst, aber keine Ice Cream, nein. Keine Ice Cream. Da muss man aber auch wirklich drin sein, um zu wissen. Ja, es ist schon, schwierig. Warte, ich hole mir noch ein Ja ab. Ich bin nicht Lukas Podolski. Du bist nicht Lukas Podolski, genau. Dann wusste ich, dass du da hin willst, aber nee. Könnte mein Nachname so sein wie Geschirr? Ja, ich verstehe, was du okay. meinst, ja. Bin ich mal bei Hyperbowl gewesen? Ich muss es noch konkretisieren. Ja, warst du mal, ja. Habe ich eine Community, die sich ausschließlich in seltsamer Internetsprache verständigt, die kein anderer Mensch außer dieser Community versteht? Also ich würde sagen, die Community, die da einhergeht, ist im Prinzip die Leute, die bei dir hinten überfallen. Ist meine Mutter Cindy aus Marzahn? Es könnte ein Kombi, wir sind uns hier unsicher aus, tatsächlich. Ja? Ist es ein Ja? Wir lassen es bei dem Ja hin, weil wir sind uns nicht 100% sicher. Gut, dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, Freddy, ja. Du bist dran. Habe ich ein Kind? Ja. Habe ich zwei Kinder? Ja. Das weiß ich nicht. Habe ich drei Kinder? Nein. Ach, dumm. Du bist nicht Dena. Ah, verdammt nochmal. Dena hat nämlich vier Kinder. Sorry, Felix. Du hast mehrere Businesses. Also man würde auch sagen, genau, zum Teil hat er eigentlich schon in Sport angefangen. Ne? Er hat so ist das angefangen zu klassifizieren. Hat aber auch mal Penispumpen verkauft. Bin ich manchmal auch im Fernsehen zu sehen? Oh, hoffentlich nicht. Ich würde es aber gerne ins Fernsehen, glaube ich. Das auf jeden Fall. Ja? Der hat ganz viele Loki Fronts, Alter. Bitte nicht. Ist es so unter den Kollegen, dass es so viele Abmahnungen gibt, ja? Es gibt Leute, die machen das, aber die Fotografen dann eher. so, dann kann ich ja wirklich nur eine Person sein. Mein Hauptcontent bin nicht ich, sondern ein Lüfter. Ja. Bin nicht Montana Black, das ist jetzt klar. Ich bin Papa Platte. Yay. Wahnsinn. Danke, dass ihr mich habt gewinnen lassen, ne? Danke. Ist ja deine Show. Ja, willst du jetzt auflösen, oder? Ja, kann ich. Ich würde sagen, ganz klarer Fall von, ziehen wir noch ein bisschen, oder? Nee. Ach, okay. Dann würde ich sagen, bin ich vielleicht Sally
Sally Özcan. Sally Tortenwelt. Tortenwelt. Heißt die noch Tortenwelt? Nee, ist Welt inzwischen. Die macht, ja, Welt. Auch, die macht ja auch Interior-Möbel. Echt jetzt? Die macht alles. Nee, Möbel nicht. Kissenarbeit. Kissenteppich. Ganz ehrlich. Deko. Ich wäre gern manchmal Julienko, ich sag's wie es ist. So jetzt, wir geben dir noch ein paar Hilfestellungen. Ich hab ja? Keine Ahnung. Wirklich, du hast eine Glatze. Und du bist auf Mount Everest. Du hättest das auch mitbekommen können mit der Abmahnung, weil da die paar Tage ein paar Videos kamen, auch zu Revi und so. Also er hat mich abgemahnt. Sein Fotograf hat mich abgemahnt. Ja genau, er selber nicht, war der Fotograf, der mein Bild für. Und dein Nachname ist wie eine Stadt im Ruhrpott, nur ohne EN am Ende. Ja. Es? Ja. Ja, ja, da haben wir den Nachnamen. Dein Vorname ist wie ein deutscher Kaiser. Otto? Nee. Aber wäre auch lustig, ja. Otto S? Nee, ein ganz alter Kaiser, so ums Jahrtausend. Rote Haare. Krone, der Große. Der? Karl. Und dann bist du? Karl S. Ja, ganz genau. Kennst du den nicht? Nee. Ich muss mich wirklich mal informieren. Weiß ich nicht. Bleib dir überlassen. Vielleicht kann dir Inscope da ein bisschen was zu erzählen. Leute, wir sind an der Stelle durch. Das war absolut arschgeil, die Nummer hier. Riesiges Dankeschön fürs Mitmachen. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Und wir haben noch ein Video bei Freddy gedreht. Da haben wir Pflaumenkuchen passenderweise gemacht. Ich weiß nicht, wie die Idee gekommen. Unglaublich wild. Nach einem Familienrezept aus dem Internet. Wir sind an der Stelle durch. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Alle Instagram und weitere Kanäle sind verlinkt. Und dann peace out. Ciao. Genau. Und die Glocke nicht vergessen. Die Glocke nicht vergessen. So ist es.